Hey Leute, willkommen zurück in Thimbleweed Park. So, wir sind immer noch dabei, hier den Mord aufzuklären. Und das letzte Mal haben wir die ganzen Automaten 10.400 irgendwas, keine Ahnung, was gesehen. Und wir gehen jetzt mal mit ihr ein bisschen hier rumschauen. So. It says, after 34 years of serving the Tri-Thimbleweed County area, we had to close our doors. We should have listened to Chuck. Transistors are a dead-end path. Tubes are the future. Thank you, our loyal customers. Hm, interessant. Hier steht eigentlich nur forever sorry. Aber okay. Es ist tot, Jim. Es ist tot. So, Bank. Okay. It says we're out at the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely first savings manager, Mr. El Palo. Mr. El Palo. Kann ich die öffnen? The doors are locked and nobody's inside. Da kann ich die vielleicht. Mal. Ich hatte jetzt nichts zum Knacken, oder? Die war ja leer. Kann ich die leider auch nicht aufsägen? Bei dem hatte ich ja auch nichts, oder? Und ein Deed-Reset. Muss mich hier nochmal ein bisschen reinfinden. In die ganzen verschiedenen Items. Ist nicht so leicht. So, hier haben wir noch ein Schild. All boarded up. Not even any wilted flowers left inside. I can't open that. Oh, du kannst ja gar nichts hier. Okay, die Stadt ist auf jeden Fall riesengroß. Da haben wir eine Diner-Tür. Gehen wir mal rein. Hallo Sandy, hallo unbekannter Typ. Erstmal anschauen. Hot dogs, burgers, salad, pie, Schweinshaxe. That's about it. Schweinshaxe. Nur mal kurz umschauen. Okay, hier ist noch nur ein Radio. Hot dogs. Awful. Not like the New York dogs I'm used to. Ach, die ist die gewöhnt. Das ist aber keine gesunde Ernährung. Mrs. Detective. Reden. So, reden war. Welcome to the S&D Diner. Hey, just so you know, that article in the Thimbleweed Nickel about botulism was a smear job. So, what can I do for you, honey? Oh, sie hat mich Schätzi genannt. So, ich bin ein Bundesagent, wissen Sie etwas über die Leiche? Was ist mit dem Sheriff? Der scheint ein paar Mechlein zu haben. Was ist mit der Stadt los? Die meisten Geschäfte sind verlassen. Das würde mich mal interessieren. What's up with this town? Most of the stores are abandoned. Used to be the center of culture in the Tri-County area. Parties every night at the hotel. Celebrities visit the Edmund Mansion. It was hard to not make money in those days. Of course, this was before my time. And since the pillow factory burnt down, the town is drying up faster than Dave's sex drive. Ain't that right, Dave? Ja, natürlich, Dave. Ich merke gerade erst, dass der die ganze Zeit nur Feuer ausmacht, die hier die ganze Zeit auftauchen. What's up with the sheriff? He's kind of weirdo-reno. Yeah, he's kind of a nut job, but nothing compared to the coroner. This whole town has gotten downright weird in the last few years. Cuckooville. Cuckooville? Aber das sind doch die gleichen Personen, oder? The coroner and the sheriff are the same person. Well, there might be some resemblance around the eyes, but that's about it. The sheriff does this annoying Areno thing, and the coroner does an annoying a who. It pretty much proves they're not the same person. Ja, eindeutig, auf jeden Fall. Also, dass der Areno und der Ahu nicht der gleiche sind, das ist ja eindeutig. How does speech prove they are not the same person? You're asking a lot of questions that probably shouldn't be asked. I'm a federal agent. That's my job. I've said too much already. Wieso ist das so ein heikles Thema? I'm a federal agent. Know anything about the dead body? Not too much, just scuttlebutt from the morning breakfast crowd. And I don't want to get into trouble, especially with a crazy person like him. You're not talking about me, are you? Shut up, Dave! Kümmere dich um deinen Sexualtrieb! Don't screw with the feds. Tell us what you know. Okay, honey. But you didn't hear this from me. I'd look into that crazy clown that lives out at the old circus. He's been out there since the circus closed down years ago. Never takes his makeup off. He's got serial killer written all over him. It all happened about 9 or 10 years ago. Oh Gott, Rückblende? Ransom the Jerk was the featured act at Stupendous Brothers Circus.
He was about ready to go on stage and meet his well-earned doom. Big night tonight. Full house after my raunchiest Tonight Show appearance. I really got Johnny good, that little jackwad. It's his own fault for not being able to take a joke. I better get ready to go on stage and insult the crap out of these thimbleweed idiots. I just need to fix my hair, put on my makeup and clown nose, and find my joke book. Okay, wir spielen jetzt anscheinend in der Vergangenheit und die ganze Wagen bewegt sich. Und die Füße quietschen. Okay, ist klar. So, To-Do-Liste. Die macht den Beep-Liste von Ransom, den beep-endenden Clown. Steck die Clownsnase auf, hol mein beependes Witzbuch zurück, bring meinen Clown froh im beepbaren Zustand, treibe mein beepartiges Clown-Make-up auf, raus auf die Bühne und beleidige die Beep aus diesen Idioten. PS, mein Leben ist großartig und Beep für dich für deinen Neid. Oh, das klingt doch nach einer netten Liste. Okay, was haben wir denn hier? Clownsnase. Anschauen. It's a prototype Ransom the Clown doll. It's a perfect likeness of me. Well, maybe the nose is a bit too big. Ach, da wird sie verkaufen wie nichts. Nehmen. Kann ich die nutzen? Ouch, that's tight, but it'll have to do. Glad I only have to wear it for a couple of hours. Gut, der flucht also wirklich die ganze Zeit, das gefällt mir. Meanest clown of 1977 and 1978. Ransom the clown. Ja, das ist doch mal ein Erfolg, oder? Will ich die nehmen? I glued him to the table, so no one can steal him. Ach, weil die ja unbedingt jemand haben will. Klar. Very cozy. My maid changed the sheets today. Reine Mache, no time Frau. For a nap. I have to go on stage. Sind interessante Untertitel, oder Obertitel, je nachdem. Verbeultes Poster. My circus poster, featuring the amazing Ransom the Clown. That's me, face. Ach so, ja, dann. Oh, hallo, okay. Geht den öffnen. Let's see if I can remember this combination. Oh Gott, nee. I give up. I don't remember the combination. Stand da irgendwas wegen dem Safe? Nö. War nur der eine Punkt jetzt abgehakt. Okay. It's my locked safe where I keep all my money. Ich mag den Clown. Der gefällt mir. Wasserhahn. I don't wanna pick that up. Wieso denn nicht? Oh, den kann man wirklich öffnen. Okay, nutzen, bewegt das gleiche. Kann ich den ziehen? I can't pull that. Drücken. I can't push that. Anschauen. My housekeeper does a pretty good job of keeping this place clean. Ja, du siehst doch nicht gerade so aus, als würdest du es ihr leicht machen. Notiz, Visitenkarte, Notiz, Mikrowelle, Kühlschrank. Okay, ich will erstmal den Kühlschrank. Wow. Empty, but clean. Fridge assistant hasn't replenished my supply. No time for a cold one anyway. Hat ernsthaft einen Kühlschrankassistenten? It's already open. Das nenne ich mal, extravagant. Zaptron 3000. Öffnen? Yeah, nutzen! No time for food. I have to get on stage. Kann ich das da mit Mikrowelle nutzen? Nicht? Nein? Schade. Okay. Ich wollte mal meinen Poster ein bisschen aufwärmen. Es wirkt schon so kalt und leer. It's an IOU. I, Carney Joe, loan Ransom the clown. $1,000 and will hold his joke book hostage until I gets paid. Okay, der hat also eine Geisel in Form eines Witzbuchs. Gut zu wissen. Denk mal was Neues dazu oder was? Guck mal. Und biepen das Witzbuch zurück. Ach da, besuche Carney Joe, um mein Witzbuch zu kriegen. Finde die Infos zu meiner Safe-Kombination. Okay, da kommt doch neue dazu. Kann man leicht übersehen hier. It's my lawyer's business card. It's my lawyer's business card. Ja, dann schau's. Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. Ich stehe im Telefonbuch. Das steht auf der Visitenkarte. Gut zu wissen. What the hell is this? The number of trailers parked outside my door, including mine. The number of clouds in Carney Joe's shooting gallery. The number of kids that Carney Joe has. Must have written it when I was on a bender.
Okay, kann ich die näher anschauen? The number of trailers parked outside my door. Okay, anscheinend nicht. Dann the number of clouds in Carney Joe's shooting gallery. Kann ich raus? Ransom, I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen. And your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepholes. Good. Toddlers start out as it's not my fault they end up that way. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You. Okay. Schön. Ja. Erstmal ein paar beleidigende Babypuppen verkaufen, das kommt immer gut an. Ist auch immer gut fürs Image. Kann ich jetzt so überhaupt schon dorthin? No one out there. They must be all wait. Ach ja, ich kann da hin. Okay. Da geht's Bühnenhintereingang. Das ist der Ausgang, okay. Geht mal mit dem reden. What a easy job. Just stand and wave. Ach, das musst du als Clown sagen. Reden. Well, you. Ja, das war ein gutes Gespräch. Dankeschön dafür. Ich schätze mal, ich kann den Auftritt eh noch nicht starten, solange ich noch nicht. Ah! Das Fluchglas. Das muss ja randvoll sein hier. It's my Ransom the Clown swear jar with $138 in it. My contract states that I'm the only one who's allowed to swear. Anyone else caught swearing has to pay up. Ach so, andere fluchen. Okay, natürlich. Ja, dann. Kann ich das nehmen? I'll just take the big bucks. Oh, erstmal ein bisschen Geld. Passt auch. It must be that other clown's hat. I don't do hats. I don't wear hats. Aber wieso denn nicht? This goop keeps my clown fro erect. Can't have a limp clown fro or anything else. Ja, wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas schlaff wird. It's my special custom-made clown makeup. I am tired of putting it on every night. Sure as wish there were a more permanent variety. Du könntest in Säure fallen, so wie der Joker. Dann siehst du permanent aus. Now there's the face I love. Ja. Ooh, my clown fro looks great now. Wunderbar. I look marvelous. Ready to knock him dead. Ah, sorry. Kanone, what the fuck? I'm not a wannabe pirate. You'll never get me to climb into one of those. Kann ich jetzt rausgehen zuerst? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier startet direkt. I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Okay. Ich kann nicht raus. Schauen wir mal nochmal da lang. Was haben wir denn hier? Popcornstand. It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the big top. Hallo, Manager. I don't want to pick that up. Aber wieso denn nicht? Nothing's inside. I've checked. Mist. Hey, it's not my job to push popcorn stands around. Against clown union rules. Kann ich ziehen? Hey, it's not my job to push popcorn. Ja, okay. Nicht so böse werden. Come on over. Hey, Carney Joe. Hey, Carney. He is too far away. Wie wär's, wenn du dann näher rangehst? You got my money, Clowny? That's Ransom the Clown. Asswipe. Okay, you got my money, Ransom the Asswipe Clown? 1,000 clams and you're not getting your joke book back. Eh, serves you right for playing the duckies. So, ich hab dein verbiebtes Geld. Ich brauch mein Witzbuch, das Publikum wartet. Wie geht's dem Hausdrachen und den Kindern? Beep dich, ich bin hier raus, Bieber. So, how's your old ball and chain and kids, eh? My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the four kids. But they still cries themselves to sleep every night after that scare you gave them. Ja, das war doch kein Problem. Immer gerne. How many kids do you say you have? I have four kids. Why? Oh, nothing. Okay, vier Kinder. I need my joke book. The crowd's waiting for me.
I told you before, you ain't getting it till I get the $1,000 you owe me for the duckies. Plus, $138 in interest. Where the f*** am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. $138 in interest, you f***ing loan shark. You are putting a squeeze on me. Not my problem. Okay, die Zinsen haben wir zumindest.